Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Mit der Kirche ums Dorf. Geh, Abraham, geh, das war so eins der Lieder, die ich bis heute nicht vergessen habe aus meiner Jugendzeit. Unser Diakon damals, der konnte das echt cool auf seiner zwölfseitigen Gitarre spielen. Geh, Abraham, geh, mach dich auf den Weg. Heute herrscht Aufbruchstimmung. Am fünften Sonntag nach Trinitatis ist Aufbruch und neue Wege das Thema. Viele Menschen sind ja seit Abraham diesem Ruf Gottes gefolgt. Aufbruchstimmung, das war auch für die Fischer am See Genezareth ein Thema, als Jesus sie in die Nachfolge gerufen hat. Aufbruchstimmung war es auch bei Paulus, der es ja gewohnt war, sehr geradeaus in eine bestimmte Richtung zu gehen. Nach der Begegnung mit dem Auferstandenen wechselt er die Richtung, und zwar radikal entgegengesetzt. Er ist in Aufbruchstimmung. Wohin soll denn die Reise gehen? Ein anderes Lied aus meiner Kinderzeit. Und das habe ich auch sehr gerne gesungen. Und ich finde, Aufbruchstimmung ist eine gute Sache. Aber so ganz ohne Ziel, was wird das wohl werden? Wohin soll die Reise gehen? Der Abraham bekam nur eine ganz vage, ungefähre Ansage. Ein Land, das ich dir zeigen werde. Muss man sich also so vorstellen, ich setze mich ins Auto und der, den ich fahren soll, sagt, hör zu, fahr einfach los, ich werde dir irgendwann unterwegs zeigen, wo es hingeht. Toll. Ich finde, das kann auch ganz schön verunsichern. Oder die Fischer am See, die Jesus gerufen hat, Menschenfischer werden? Mal ehrlich, ich glaube, die hatten echt überhaupt keinen blassen Schimmer, was da vor ihnen lag, denn woher sollten sie denn das auch wissen? Jesus hat ihnen ja nicht gleich alles erzählt, was da noch passieren wird. Alle diese Aufbrecher und Losgeher und Nachfolger in der Bibel, sie hatten eins gemeinsam. Sie ließen sich von Gott rufen und sie vertrauten auf den, der sie gerufen hat. In all diesem Risiko des Unbekannten und des Nichtwissens, wohin es gehen soll, was wird das alles werden? Sie vertrauten auf ihren Gott, auf den, der sie gerufen hat. Und in dieses Vertrauen auf unseren Gott wollen wir uns auch heute an diesem Sonntag wieder ganz neu rufen lassen. Egal, wo wir stehen, ob wir schon angekommen sind oder ob wir vielleicht gerade im Aufbruch sind, so wie Abraham oder die Jünger damals. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten gemeinsam. Herr, unser Gott, wir sind in ganz unterschiedlichen Situationen hier. Heute an diesem Sonntag. Und du kennst eines jeden Herz und du weißt, was jeder braucht. Du weißt, wo jeder von uns steht. So schenk du uns, dass dein gutes Wort heute unsere Herzen erreicht und dass wir dein ganz persönliches Rufen an uns wahrnehmen können. Amen.
Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um, sah sie nachfolgen, sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten, Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das heißt, übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war aber aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, sieh ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum, du wirst noch Größeres sehen als das. Er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Komm und sieh. Das sagt Philippus zu Nathanael. Eine Aufforderung. Komm, erlebe doch, wie es ist mit Jesus. Komm, erlebe, wer er ist, was er für dein Leben bedeutet. Und ehrlich gesagt, wie einfach wäre es für uns, auf alle Zweifel, Fragen, Antworten geben zu können. Komm und sieh, das zu sagen, damit alle Fragen, alle Zweifel beantwortet zu haben. Philippus, ein Jünger Jesu, ein Schüler, ein Nachfolger, er nimmt Nathanael sozusagen an die Hand. Er führt ihn hin. Und wie oft ist dann genau das Thema, andere an die Hand nehmen, sie mit hineinzunehmen etwas, wie Kinder, Leute, die nachfolgen, die etwas lernen, auf den Weg holen. Und wir spüren und wissen es gerade das, dass es immer wieder darauf ankommt, andere mit an die Hand zu nehmen, mit hineinzunehmen in etwas, was uns was bedeutet, wo wir wissen, das ist auch für andere gut. Mit hineinzunehmen, letztendlich in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Mit hineinzunehmen, ja, in unsere Kirchen. Unsere Gemeinschaften, die wir auch aufbauen, die wir ohne andere Menschen gar nicht aufbauen können. Angebote, Gottesdienste, all das, was wir tun. Menschen, die Sache mit Gott schmackhaft zu machen, ihnen zu zeigen, das ist ein Weg. Und der Weg ist cool, der Weg hilft dir. Der Weg macht die Dinge nicht einfacher, lässt aber zumindest die Spuren Gottes in deinem Leben sehen. Im Johannesevangelium ist die Begegnung mit Jesus immer an die Begegnung mit anderen Menschen geknüpft. Nicht direkt, dass die Menschen Jesus begegnen, nein, andere Menschen, die auf ihn verweisen, die zu ihm gehen, die andere zu ihm führen. So wie bei Nathanael. Er braucht den Austausch, gerade in seinen Zweifeln. Und ja, schon fast zynisch sagt er, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus sagt, komm und sieh. Philippus hat Verständnis für Nathanael. Er geht nicht auf seinen Zynismus ein. Er nimmt ihn weiter an der Hand. Er führt ihn zu Jesus. Gerade in seinen Zweifeln. Und wir brauchen den Austausch. Wir brauchen genau das, wo andere Menschen zu uns sagen, ich habe da was Schönes erlebt. Das möchte ich dir erzählen. Da habe ich Gott gespürt, dass er da ist, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und ja, ich war nicht allein. Gott hat mich getragen. Schau doch, derjenige, wer er ist,
Gott, Jesus, so wie es Philippus bei Nathanael gesagt hat. Menschen, die Erfahrung mit Gott gemacht haben, sie finden Worte für ihn, ganz eigene, unterschiedliche, individuelle. Und ganz gleich, sie erzählen alle über Gott. Und wenn wir uns aufeinander einlassen und vielleicht die Wahrnehmung erweitern, was andere Menschen uns zu sagen haben über Gott in ihrer Sprache, dann werden wir vielleicht offener. So auch wie bei Philippus und Nathanael. Philippus bekennt nicht nur denjenigen, von dem er selbst Halt und Führung und Geborgenheit erfahren hat. Nein, er sagt, er ist der Gesandte. Von ihm haben Mose und die Propheten geschrieben, die großen Gottesmänner. Schau, sie haben ihn erlebt. Er bekennt ihn, diesen Gott, diesen Jesus, von dem schon geschrieben war im Alten Testament, in den Propheten, dass er kommen wird. Und letztendlich ist es auch das, wir gehören zu einer Kirche. Eine Kirche, zu der viele gehören, in der Gegenwart, in der Vergangenheit. Ein Haupt, ein Leib und viele Glieder. Und da geht es genau darum, wir müssen uns aufeinander einlassen. Wir dürfen die Spuren sehen, die auch vor uns waren, die Menschen getragen und geführt haben. Wir sind nicht für uns alleine, sondern wir reihen uns ein in die Schar derer, die uns vorausgegangen sind, die auch Gott bezeugt haben. Es bleibt die Frage, wie wir Jesus heute begegnen können. Auch das Thema unserer Geschichte. Viele berichten von ihm. Auch in unserer Geschichte ist es so. Da sind andere, die auf ihn verweisen. Wie sieht es aber mit uns selbst aus? Vielleicht ist es genau das, was ich vorhin gesagt habe. Dieses Einlassen auf andere, Einlassen auch auf uns. Den Blick zu ändern, zu sehen, da war Gott da. Da war er präsent in meinem Leben. Und die Gemeinschaft zu suchen mit anderen Menschen. Die Rituale feiern, die Traditionen, die uns wichtig sind. Mit Herz und Verstand natürlich. Gemeinschaft haben, auch im Abendmahl natürlich. Im Gebet. Und egal wo das geschieht mit dem Herz, da tritt Gott durch die Vorhänge des menschlichen Handelns, durch uns von uns Menschen, da tritt Gott hier vor, hinter dem Vorhang kirchlichen Handelns. Und genau darum geht es. Es geht um Gott, ihn sichtbar und spürbar werden zu lassen. Gottes Liebe und das Leben, das uns geschenkt wird, das gilt es, gesehen zu werden. Und auch wir werden gesehen. Wir werden beim Namen genannt. Wir haben es gehört. Du bist Simon, Sohn des Johannes. Du sollst Kephas, Fels heißen. Ein Kompliment. Und dem anderen, sie ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Und letztendlich ist es so, wer sich von Jesus anreden lässt, beim Namen nennen lässt, erkennen lässt, lernt sich selber so lieben. Und Jesus hat genau das getan. Keine Grenzen. Er ist zu den Menschen gegangen, die Hilfe gebraucht haben. Hat sie beim Namen genannt. Hat sie erkannt, das, was sie beschäftigt. Und wenn Menschen das entdecken, dass Gott sie liebt, dann können sie auch sich selbst lieben. Wenn Menschen entdecken, dass Gott ihnen einen neuen Blick auf das Leben geben möchte, nachdem sie sich bewusst oder unbewusst immer gesehnt haben, dann müssen sie davon ihren Freunden erzählen. Dann schleppen sie den halben Tennisclub in die Kirche, dann wird eine Gemeinde lebendig, sodass es für manche schon fast unheimlich wird. Denn Leben, das Gott schenkt, ist ansteckend in der Freude und in dem, was uns aufgetragen ist, zu leben, wozu wir berufen bestimmt sind. Amen.
wollen gemeinsam beten und Fürbitte halten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade, die wir immer wieder neu in unserem Leben bestaunen dürfen. Du bist es, der Versöhnung wirkt, der Frieden schenkt. Du bist der wunderbare Gott, der uns hilft, dass wir uns einander die Hand reichen. Du bist es, der uns einen Aufbruch auch zueinander schenkt. Vater im Himmel, wir bringen dir unsere Familien, wir bringen dir unsere Freunde und Nachbarn und alle, die uns am Herzen liegen. Es gibt viele Menschen, die dich nicht kennen und die deine Freundlichkeit noch nicht bewusst wahrgenommen haben. Deshalb bitten wir dich herzlich, dass du auch sie ansprichst und dass du sie rufst, deine Kinder zu sein. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen für den Frieden in unserem Land. Wir danken dir dafür, dass du uns hier viel Gnade geschenkt hast. Und wir bitten dich für unser Land und besonders für die Regierenden. Schenke du Weisheit in schwierigen Entscheidungen. Lass du Gnade finden dort, wo falsche Entscheidungen getroffen wurden. Schenke du gute Ratgeber und Mitarbeiter in die Gremien. Und wir bitten dich, lass denen, die echt am Verzweifeln sind, deinen Rat und deine Hilfe zukommen. Vater, wir bitten dich auch für deine Kirche in der ganzen Welt. Wir bitten dich für die Brüder und Schwestern in allen Ländern. Wir bitten dich, den Verzagten gib neue Hoffnung. Stärke du die Verfolgten mit frischem Glauben an dich. Und schenke du Gnade denen, die in tiefer Armut leben und die nicht wissen, wo sie ihr tägliches Brot herbekommen werden. Stärke du die Kleinen im Glauben und richte du diejenigen auf und rufe sie zu dir, die von dir weggelaufen sind. Vater im Himmel, wir schauen auf dich. Unsere Augen sehen stets auf den einen Gott, der alles in seiner Hand hält. Das beten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir stellen uns unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.